So, liebe Leute, da sind wir mal. Bazes Reborn präsentiert sein neuestes Projekt, Dragon Age Origins. Ja, diesmal wird es mal ein Rollenspiel und ein sehr langes umdrein. Am besten wir machen gleich mal ein neues Spiel. Ja, natürlich das Hauptspiel, wir wollen ja alles wissen. Die Kirche lehrt uns, dass es der Hochmut der Menschen war, der die dunkle Brut in unsere Welt brachte. Die Magier wollten den Himmel an sich reißen, doch sie haben ihn vernichtet. Sie wurden verbannt und durch ihre eigene Verderbtheit verflucht. Sie kehrten als Monster zurück, als die Ersten der dunklen Brut. Als Verderbnis fielen sie über die Länder her, unaufhaltsam und unerbittlich. Als Erstes fielen die Königreiche der Zwerge. Und aus den tiefen Wegen griff uns die dunkle Brut immer und immer wieder an, bis wir kurz vor der Auslöschung standen. Männer und Frauen aller Rassen, Krieger und Magier, Barbaren und Könige, die grauen Wächter opferten alles, um dem vorrückenden Dunkel Einhalt zu gebieten und siegten. Dieser Sieg liegt Jahrhunderte zurück und wir stehen weiterhin Wache, beobachtend und auf die Rückkehr der dunklen Brut wartend. Doch die, die uns einst Helden nannten, haben vergessen. Wir sind nur noch wenige und unsere Warnungen wurden zu lange ignoriert. Schon zu spät. Denn ich habe selbst gesehen, was am Horizont lauert. Erbauer, steh uns bei. Ja, das Intro erzählt ja schon so einiges, aber jetzt können wir unseren eigenen Charakter stellen. Ja. Diesmal habe ich jemand anderen die Auswahl überlassen. Ja. Wird mal interessant sein. Und zwar diesmal wird es ein Elf und ein Magier. Grüße. Ja, Grüße, Grüße. Erstmal bessere Haut. So, diesmal kriegt er auch ein Tattoo. Mal schauen, was haben wir hier so Feines? Ja, das nehmen wir, aber noch andere Farbe. Mal schauen, was nehmen wir denn da? Ja, nehmen wir das mal. Er hat etwas weniger Intensität. Ja, kann man so lassen. So. Haare, die bleiben so. Die Haarfarbe. Ja, das wird ein bisschen rötlich. Augenbrauen bleiben so. So. Denk mal, so kann man ihn schon mal von den Haaren her lassen. Ne, das bleibt so. Augengröße passt, Augenabstand ebenfalls. Die Augenfarbe. Ja, machen wir mal ein bisschen bläulich-weiß. Sieht doch am schönsten aus. Na, und als Name, na,
Natürlich Matze, aber ohne großes A bitte, danke. So, Nasenform. Nee. Nee. Gut, lassen wir dann so. Ja, sieht doch schon ein schöner Kerl aus. So, Lippengröße natürlich ein bisschen mehr. Richtig schön Kussmund. So, Kiefer und Wangen können wir lassen. Nacken und Ohren ebenfalls. Beim Porträt, mal schauen. Ach, machen wir mal das. So, Ausdruck, natürlich ein bisschen freundlich. Und die Stimme. Grüße. Nehmen wir mal erfahren. Ja, für einen Magier ist natürlich eins wichtig, Willenskraft und Magie. So. Falls Magie nicht reicht, kann er mittels Manipulationen sich auch rausreden. So. Und als Anfangszauber nehmen wir mal eisige Umarmung und wandelnde Bombe. Das wird ein echter Knaller. Schwierigkeitsgrad natürlich leicht. So, dann schauen wir uns mal, wie die Magier leben. Auf einer Klippe über den dunklen Wassern des Kalenhatsees erhebt sich eine Turmfeste, die Heimat des Zirkels der Magi. Der Turm ist der einzige Ort in Ferelden, wo Magier inmitten von ihresgleichen ihre Kunst erlernen können. Innerhalb der hohen Steinmauern wirkt der Zirkel seine Magie und bildet Schüler in der korrekten Anwendung ihrer Macht aus. Aber der Turm des Zirkels ist ebenso Gefängnis wie Zuflucht. Aufmerksame Templer der Kirche überwachen die Magier und achten auf das kleinste Zeichen von Verderbtheit. Dieser goldene Käfig ist die einzige Welt, die du kennst. Als Kleinkind wurde deine Magiebegabung entdeckt. Du wurdest deiner Familie entrissen und zur Ausbildung hierher gebracht. Na dann? Deine Ausbildungszeit ist nun fast zu Ende und dir steht nur noch eine letzte Prüfung bevor. Die Läuterung. Magie soll dem Menschen dienen und ihn niemals beherrschen. So sprach die Prophetin Andraste, als sie das Reich Tevinter stürzte, dessen Magier die Welt an den Rand des Untergangs gebracht hatten. Eure Magie ist ein Geschenk, doch auch ein Fluch. Denn Dämonen aus der Welt der Träume, dem Nichts, kommen zu euch, um euch als Tor in diese Welt zu benutzen. Deshalb gibt es die Läuterung. Das Ritual schickt euch ins Nichts, wo ihr auf einen Dämon treffen werdet. Gerüstet nur mit eurem Willen. Ja, na dann, ich bin bereit. Und wisse, Schüler, wenn ihr scheitert, erfüllen die Templer ihre Pflicht und ihr sterbt. Toll. Prüfung besteht oder tot. Die Essenz der Magie. Und euer Portal ins Nichts. Die Läuterung ist ein Geheimnis, weil es notwendig ist. Jeder Magier muss diese Feuerprobe durchlaufen. Ihr werdet sie bestehen, wie wir auch. Bleibt bei klarem Verstand und bedenkt, dass das Nichts eine Traumwelt ist. Die Geister herrschen dort, aber euer eigener Wille ist real. Schüler müssen die Prüfung alleine bestehen, erster Verzauberer. Ihr seid bereit. Na gut, auf geht's. Wir werden das Kind schon schaukeln. Boah. Jetzt fühlt sich mein Schädel an. Oh. Na gut, sehen wir uns um, denn dank der ganzen DLCs, die es inzwischen schon gibt, haben wir auch einige nette Sachen, wie zum Beispiel das Gewand des Sehers. Plus 9 Willenskraft, plus 6 Magie, plus 10 Rüstung und plus 12% Zauberresistenz. Na, das ziehen wir auch gerne an. Dann hier noch die Schärpe der verbotenen Geheimnisse. Plus 6 Willenskraft, plus 6 Zauberkraft, verbessert Blutmagie und plus 15 mentale Widerstandskraft. Anziehen, so. Damit sehen wir nicht nur schicker aus, sondern da sind wir auch gleich etwas mächtiger. Hier nehmen wir noch ein bisschen zur Heilung mit, obwohl ich bezweifle, dass wir es brauchen werden.
Wir ist eine beunruhigende Statue, die uns gleich 50 Erfahrungspunkte bringt, nur weil wir sie anstarren. Finde ich eigentlich gar nicht so schlecht, die Statue. Und da ist ein Irrlicht. Unser erster Gegner, obwohl... Das wäre eigentlich eine Beleidigung, denn... Mal ehrlich. Echter Gegner schon nach einem Schuss weg. Gucken, hier dürfte auch noch einer sein. Da. Ja, du kriegst einen Arkanenbolzen in den Hintern. Schauen. Ach, da ist auch schon wieder einer. Na, komm her. Hihi. Erwischt, bevor sie uns gesehen hat. Da, 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 da. Und da ist irgendwas. Noch jemand, der den Wölfen zum Fraß vorgeworfen wurde. So naiv und unvorbereitet wie immer. Es ist nicht richtig, dass sie das tun, diese Templer. Weder euch, noch mir, noch sonst jemandem gegenüber. Okay. Ist das hier das Nichts? Es ist immer dasselbe. Aber es ist nicht eure Schuld. Ihr sitzt im selben Boot wie ich damals, nicht wahr? Erlaubt mir, euch im Nichts willkommen zu heißen. Nennt mich einfach, nun ja, Mars. Okay, ich vermute, das ist nicht euer richtiger Name. Nein, aber ich erinnere mich an nichts, was vorher war. Wisst ihr, die Templer töten einen, wenn man zu lang braucht. Sie gehen davon aus, dass man versagt hat und wollen verhindern, dass etwas nach draußen kommt. Ich schätze, genau das haben sie mit mir gemacht. Ich habe keinen Körper mehr, den ich zurückfordern könnte. Und es bleibt nicht mehr viel Zeit, bevor es euch ebenso ergeht. Okay. Was muss ich hier tun? Hier ist etwas eingesperrt, das auf einen Schüler wie euch wartet. Ihr müsst euch diesem Wesen, diesem Dämon stellen und ihm widerstehen. Wenn ihr könnt, das ist euer Weg hier raus. Oder der eures Gegners, wenn die Templer euch nicht töten würden. Für euch ist es eine Prüfung. Für die Wesen des Nichts eine Verlockung. Ach, alles kann sterben. Ich bezweifle, dass es so einfach ist. Es wäre töricht, einfach alles anzugreifen, was ihr seht. Euer Widersacher ist mächtig und klug. Hier sind noch andere Geister. Sie können euch noch mehr erzählen und vielleicht auch helfen. Wenn ihr in der Lage seid, alles zu glauben, was ihr seht. Wenn es euch recht ist, folge ich euch. Ich hatte meine Chance vor langer Zeit, aber ihr könntet einen Ausweg finden. Na gut, Maus, dann komm mit. Nicht weit entfernt ist ein gefährlicher Geist. Ihr solltet euch ihm erst nähern, wenn ihr bereit für einen Kampf seid. Okay, also noch nicht nähern. Da ist schon wieder so ein Irrlicht. Verstanden. Ja, mach mal. So. Wieder ein Irrlicht weniger in der Welt.